Ein emotionaler John Madden hielt eine Gedenkrede an den verstorbenen Don Coryell und wies darauf hin, dass etwas fehle. Nämlich die Mitgliedschaft des ehemaligen Head Coaches der Chargers in der Hall of Fame. Da sitze ich hier neben Joe Gibbs, neben ihm sitzt Dan Fouts und wir sind alle in der Ruhmeshalle wegen Don Coryell, sagte er in seiner Rede. Dann wischte er sich eine Träne weg und fuhr fort, da fehlt etwas. Joe Gibbs, der spätere Erfolgstrainer der Redskins, spielte in den frühen 60ern für Coryell am San Diego State College. Madden war Coryells Assistenztrainer bei dem Aztecs genannten College-Team. Coryell gehörte im Februar zu den Finalisten zur Aufnahme in die Ruhmeshalle, wurde aber nicht berücksichtigt. Auf diesen unverständlichen Umstand wiesen auch viele andere Redner, die Don R. Coryell ehrten, hin. Eigentlich war sein Job nach der verkorksten Saison 2009 in Gefahr. Die Steelers verpassten die Playoffs und die Gerüchte, dass Mike Tomlin gefeuert würde, flammten auf. Doch der Head Coach blieb im Amt. Nach der Saison 2010 läuft der bestehende Vertrag, der Tomlin 2,5 Millionen Dollar pro Jahr bringt, aus. Zur Belohnung für die verpatzte Saison 2009 verlängerten die Steelers am Dienstag nicht nur bis 2014, sondern sie erhöhten auch noch sein Gehalt auf 5 Millionen Dollar. Tomlins Bilanz in Pittsburgh weist in 3 Jahren 31 Siege und 17 Niederlagen aus. Wie es schon so oft vorkam, übernahm Tomlin eine ausgewiesene Siegermannschaft von seinem Vorgänger und konnte zunächst dieses Niveau halten. Doch wie so oft ging es dann, spätestens im dritten Jahr, mit den Leistungen bergab, so wie hier. Paradebeispiel dafür ist George Seifert, der die 49ers von Bill Walsh übernahm. Zunächst hielt das Team sein Super Bowl-Niveau, bevor die Leistungen dann aber rapide nachließen. Ob Pete Carroll vor den zu erwartenden Problemen seines früheren Arbeitgebers USC, der University of Southern California, geflohen sei, wurde er gefragt. Nein, war die klare Antwort. USC wurde vom College-Sportverband hart bestraft, weil sie Reggie Bush verbotenerweise hohe Zuwendungen haben zukommen lassen. Zu der Zeit war Pete Carroll Head Coach der USC Trojans und somit verantwortlich für die Zuwendungen an Bush, der mittlerweile mit den Saints den Super Bowl gewonnen hat. Zu den Sanktionen gehören ein 2-jähriger Bann für Bowl-Spiele und der Verlust von Stipendien. Anfang des Jahres wechselte Carroll von USC zu den Seahawks. Zu der Zeit hätte er nicht im Traum daran gedacht, dass sein College bestraft werden könnte. Dass die Strafen dann auch noch derart hart ausfallen würden, habe ihn schockiert. Immerhin liege das Ganze bereits 5 Jahre zurück. Carroll bedauert, was passiert ist, konzentriert sich aber voll und ganz auf seine neue Aufgabe und die heißt Seattle Seahawks. T.O., der sich verzweifelt wünscht, auch in der nächsten Saison in der NFL zu spielen, kann so verzweifelt doch nicht sein. Ein Angebot der Chiefs lehnte er dankend ab. Mit Head Coach Todd Haley würde er sich nicht verstehen, sagte er der Presse. Da sind wohl noch ein paar Rechnungen offen aus der Zeit, als Haley der Receivers-Coach von Owens bei den Cowboys war, 2006. Ein Lieblingsteam hat er in seinem neuesten Interview auch genannt, die Patriots. Um für New England zu spielen, würde er sogar seine Gehaltsvorstellungen nach unten korrigieren. Die Packers sind das einzige Team, das seine Bücher offenlegt, da sie in öffentlichem Besitz sind. Ihr diesjähriger Finanzreport wird daher auch in die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft einfließen. Im Geschäftsjahr, das am 31. März endete, hatten sie ein Plus von 9,8 Millionen Dollar auf dem Konto. Das ist ein signifikanter Rückgang zu dem Jahr davor, als sie noch einen Gewinn von 20,1 Millionen machten. Vor 4 Jahren lag der Gewinn sogar noch bei 34 Millionen Dollar. Die Liga wird diese Zahlen als Beweis dafür nehmen, dass die Teams insgesamt immer weniger verdienen. Diese Gewinneinbußen werden sie den explodierenden Spielergehältern in die Schuhe schieben. Gehaltsobergrenze hin, Gehaltsobergrenze her.
Bei den Packers stiegen die Ausgaben für die Spielergehälter um 11,8%, während die Einnahmen nur um 5,5% stiegen. Bei anderen Teams, die zum Beispiel Stadionneubauten zu stemmen haben, dürfte die Lage noch schlechter sein. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.